Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Barlog und Arburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plus TV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffbranche. Mein Name ist Guido Marschall. 3D-Druck aus Plastikmüll. Wissenschaftler des Instituts für integrierte Produktion Hannover wollen erforschen, wie sich Abfälle aus Thermoplasten aufbereiten, recyceln und per 3D-Druck zu neuen Produkten verarbeiten lassen. Das Ziel ist die nachhaltige Nutzung von Kunststoffen. Am Standort Hannover wurde dafür nun offiziell ein neuer Forschungsbereich eröffnet, der in Zukunft den Platz und die nötige Infrastruktur bietet. Anmeldung zur K22 ab sofort möglich. Die Anmeldeunterlagen zur K 2022, der weltweit bedeutendsten Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie, stehen ab sofort unter k-online.de zur Verfügung. Für alle Unternehmen, die an der K 2022 teilnehmen möchten, gilt als Anmeldeschluss der 31. Mai 2021. Das Ausstellungsangebot der K umfasst die Bereiche Maschinen und Ausrüstungen, Roh- und Hilfsstoffe sowie Halbzeuge, technische Teile und verstärkte Kunststofferzeugnisse. Kunststoffindustrie im Aufwind. Der Branchendienst KI Kunststoffinformation hat im Januar erneut eine Umfrage zur Kunststoffkonjunktur erhoben. Demnach entwickelten sich die Geschäfte der Kunststoffbranche in der zweiten Jahreshälfte 2020 schwungvoll nach oben und übertrafen die verhaltenen Erwartungen aus der Jahresmitte deutlich. Das Erreichen des Vorkrisenniveaus erwartet der Großteil der Branche allerdings erst für 2022. Engelskirchener Kunststofftechnologietage 2021 finden statt. Die 24. Engelskirchener Kunststofftechnologietage der Firma Barlog finden am 17. und 18. Juni erstmalig rein virtuell statt. Der Fokus wird nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr auf den Fachvorträgen liegen. Die zweitägige Veranstaltung wird als Webinarreihe mit Vorträgen zum Leitthema Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung aufgesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das waren die Plus TV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.